Zeitstellen sitzen und hasten halt von A nach B und das für 1200 netto. Naja, und dann natürlich noch, anstatt sich irgendwie selbst zu reflektieren und zu sagen, boah, uncool und ich weiß, wie das ist mit 1200 netto, ja. Und anstatt sich selbst zu reflektieren und zu sagen, ich will das nicht, ich will was anderes, wo sind die Leute, die es mir zeigen können? Mhm. Ich bin wirklich zu Leuten hingegangen, hey, was du hast, will ich gleich das auch haben, was muss ich machen? Erklär mir deinen beruflichen Werdegang. Kann ich das kopieren? Was ist dein Mindset? Ja? Mhm. Natürlich wird das aber nicht gemacht, sondern der Hass wird schön auf andere wie dich oder mich projiziert. Ja? Die werden versuchen, es ist ja wirklich, es ist ja eine Agenda, dass Leute, die sich nicht auch bücken und nicht irgendwie auch da komplett regelkonform sind, zerstört werden sollen. Und ich weiß nicht, ob ich es gerade so sagen darf, aber ich habe vorhin zugehört, wie du mit deinen Mitarbeitern telefoniert hast. Weil, ich meine, Tattoo-Studio ist ja eigentlich die Untertreibung des Jahrhunderts bei dir. Ja, schon ein bisschen, also, ist ein bisschen exklusiver, sagen wir mal so. Ja, ja, das ist halt ein ernstzunehmendes, großes Unternehmen. Genau. Du führst viele Mitarbeiter, auch Frauen. Mhm. Frauen arbeiten bei dir selbstverständlich, genauso wie Männer. Du musst dich aber nicht hinstellen und sagen, ja, ich supporte Frauen, bitte glaub mir das. Und ich bin auch kein Nazi. Es ist selbstverständlich, dass du kein Nazi bist. So lange, bis du tatsächlich irgendwas tust, was uns dann bestätigt, dass du einer wärst, was du auch nie gemacht hast. Ja. Ich habe das Lied von so vielen Freunden zugeschickt bekommen, Ayman, und so viele Deutsche, die eben in bestimmten Gegenden aufgewachsen sind, ich zum Beispiel selber auch, haben das total gefühlt und es ist authentisch und allein schon, dass du das nicht sagen darfst, dass du als Künstler das nicht verarbeiten darfst. Vor allem sage ich das, genau das, was passiert ist, erzähle ich, sage ich sogar noch in dem Song. Ja. Dass man das nicht sagen darf. Ja, ja, stimmt. Und genau, ja, das, stimmt, ist halt, das ist und ja, genau, genau das dann passiert, weil ich schon vorab wusste, was quasi passieren wird. Und das Krasseste daran ist ja, dass ich ja von den Nicht-Deutschen hier für diesen Song halt totgefeiert werde. Ja, klar. Ich werde ja ausschließlich nur von Deutschen dafür angefeindet. Und das ist ja schon was überhaupt total strange ist. Also. Ja. Daran merkt man halt einfach, das ist halt, wie gesagt, das System dahinter. So diese Unterdrückung der eigenen Meinung, man redet hier immer von Großdemokratie und so weiter, das ist für mich hier gar nicht mehr gegeben. Hier ist so hier gibt es die Meinungsmacher, hier gibt es Leute, die irgendwie die Richtung halt vorgeben und die anderen passen sich halt dem an. Vor allen Dingen ist es halt, was halt hier auch sehr, sehr interessant halt in Deutschland ist, es gibt in Deutschland nichts Schlimmeres für einen Deutschen als Nazi beschimpft zu werden. Absolut. Und genau das ist das Ding. Sobald du hier aus dem System irgendwie ausbrichst, deine eigene Meinung hast, nehmen wir mal an, hier zum Beispiel, du seist jetzt ein Impfgegner und du sagst, du bist ein Impfgegner und du möchtest auf eine Demo gehen und gegen Impfung protestieren, dann wird medial immer daraus gemacht, dass da die Nazis und rechter Mob sich getroffen hat und Querdenker und rechter Mob. Es wird immer in einem Satz miteinander verbunden, weil die Leute Angst davor haben, dann sagen die, oh, rechter Mob, damit wir die Verbindung gebracht werden, also hauen die wieder ab. Das heißt, egal, wenn wir mal irgendwie versuchen, eine eigene Meinung zu haben in diesem demokratischen Land, wird die Nazi-Keule geschwungen und damit quasi jeder Diskurs wird wirklich im Keim erstickt. Ja. Ja? Und es könnte so produktiv sein, zum Beispiel Querdenker. Ne? Das war immer ein totales Kompliment für Unternehmer. Du denkst eben quer, outside the box, weißt du? Ja. Das war eigentlich ein Kompliment und auch dieses immer Impfgegner, Impfverweigerer. Ich kenne sehr viele Leute, die komplett durchgeimpft sind, die mal sagen, diesen Impfstoff möchte ich nicht. Das sind meine Gründe. Du bist ein Impfverweigerer. Die Person ist komplett geimpft mit allen möglichen. Die möchte diesen einen Impfstoff nicht. Das ist ihre persönliche Entscheidung. Genau, wen sie wählt, wen sie liebt, was auch immer. Das sind persönliche Entscheidungen. Das ist unglaublich. Und was ich dich nämlich auch noch fragen wollte, weil Leute es ja auch immer versuchen, so darzustellen, dass du ja total überreagierst und wie du, ganz ehrlich, nach 5 Minuten Recherche über dich, merkt man direkt, dass mit dir sowas auch schon gemacht wurde. Also diese hiphop.de-Geschichte, auch mit diesem Podcast von Falk Schacht und Jule Wasabi, also ich habe das war nicht okay. Ja. Und weißt du was, das war menschlich nicht okay und das war auch journalistisch nicht okay. Nein. Das war einfach nicht korrekt. Genau, weil es ist halt auch null neutral. So ist es halt, man merkt halt, dass dann diese Meinungsmacher, vor allem bei hiphop.de, Toxic und so weiter, auch ein Steiger und diese ganzen Leute, die verfolgen halt, wie gesagt, einen Weg halt so und für die gibt es halt auch nichts anderes. Aber das beste Beispiel war, woran man halt erkennt, dass was richtig und was falsch ist, war ja mein Ding, dieses, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dieses Cash Move versus Steiger. Nee. So, ich habe mich mit Steiger an den Tisch gesetzt, wir haben ein Versus gemacht. Ich habe das mit Belasch gesehen, da fand ich Belasch sehr stark.
guck dir mal Cashmo vs. Steiger an, dann hast du keine Fragen mehr. Das wird jeder, der das kennt, hier bestätigen. Vertrau mir, da sieht ganz schlecht aus, ja, von den Kollegen. Also ich glaube, so schlecht sah es für Steiger noch nie aus in seiner ganzen Karriere. Der wurde auf jeden Fall auseinandergenommen. Und er kam mit ein paar Blättern vorbereitet. Ja, genau. Und das ist so ein Ding. Wie wir hier sitzen, es ist komplett Freestyle. Auch meine Videos im Auto sind immer One-Taker. Das ist nicht, dass jemand neben uns sitzt und uns hier irgendwas reinflüstert, dass wir irgendwie die Marionetten von jemandem sind oder auch ich von irgendjemandem instrumentalisiert werde. Das ist nicht so. Ja? Und ich das auch nicht. Ja, es ist bei dir ziemlich offensichtlich. Und das fand ich aber wirklich, wirklich krass. Und deswegen ist es mir auch total wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, wenn jemand über jemanden, der eine andere Meinung hat, nicht in der Lage ist, mit dem in Diskurs gehen. Ich und auch Bela Schandi übrigens eingeladen. Ich kann die Einladung auch nochmal wiederholen. Ich weiß eh, es wird niemand haben gesagt, wir setzen uns an einen Tisch und ich erkläre euch, warum das nicht korrekt ist, was ihr macht. Und ich erkläre euch, warum ihr nur projiziert und ihr eigentlich frauenfeindlich seid. Weil die Beleidigungen, die ich mir anhören musste, waren mehr als frauenfeindlich. Mhm. So, ja? Die waren richtig beleidigend und teilweise auch strafrechtlich relevant. Deswegen sind sie ja auch vermummt. Mhm. So, es seid ja nicht ihr die bösen Rapper, die irgendwie Leute durch die Gegend laufen und Leute bedrohen. Das sind ja die. Das ist ja auch das Paradoxe. Wir beleidigen eigentlich am Ende des Tages nur, wenn wir angegriffen werden. Und wir haben nie jemanden angegriffen. Also wenn man ja sagt, dass wir den Hass halt quasi wie der Auslöser dafür sind, das stimmt halt nicht. Wir werden einfach angegriffen, attackiert von irgendwo und wir wehren uns. Und auch da sind natürlich Beleidigungen und so auch ein bisschen so, das ist halt unsere Sprache. So dass wie wir groß geworden sind, wir kommen aus einer anderen Gesellschaftsschicht so, aber das würde auch niemals so weit kommen, dass wir irgendwelche Leute attackieren müssten, beleidigen müssten, wenn wir ja nicht angegriffen worden wären. Wir wurden ja beleidigt, wir wurden ja angegriffen. So. Und wir erfahren halt nicht die Mentalität, dass wir nicht eine Ohrfeige auf die eine Seite bekommen, dass die andere Wange auch noch hinhalte. Das ist halt bei uns nicht so. Und es ist ja auch nicht, ihr seid, guck mal, das ist auch so ein Ding, ihr seid ja auch nicht gesellschaftlich weniger valide oder weniger wert als ich, weil ihr euch anders ausdrückt oder weil ihr anders aussieht. Das ist so, das ist die Definition von Diskriminierung. Okay. Ja? Also diese Bewegung diskriminieren ja enorm. Und wirklich, wenn jemand rhetorisch immer nur Nazi, das haben sie bei mir auch gesagt, sie haben mich ja auch versucht, als Nazi und als Rechtsverständ, Boogie auch. Ja, weil das halt immer, weil das Ding halt voll das oft ist rhetorisch voll schwach, das ist richtig schwach. Und ich möchte wirklich Leute sensibilisieren, also wenn das irgendjemand hier raus mitnimmt, wenn jemand so kommt, schaut da genauer hin. Zum Beispiel bei dir, auch dieses, deine Reaktion, wenn man deine Geschichte kennt, was die schon versucht haben mit dir zu machen, sind die total angemessen auf einmal, die Reaktion. Auch mit den Videos veröffentlichen. Ich habe das erst gemacht, so krass. Dann habe ich aber realisiert, wenn du dich jetzt hingesetzt hättest, mit mir hier zusammen zum Beispiel im Interview gesagt hättest, Leute, ich habe ein Video von Bushido gesehen. Da belästigt er sexuell eine Minderjährige, ein Mädchen. Das ist total schwierig. Bitte glaubt mir, Bushido, bitte hier Deutschland me too. Hey, ist das nicht das, was ihr macht? Guckt euch das doch mal an. Niemand es hat dir geglaubt. Und es hat auch keinen interessiert. Ja, gesagt, es ist ja draußen gewesen. Ja, genau. Das Ding für mich war halt, das war halt auch so wirklich so ein Testlaufen, auch mal zu sehen, so, worum geht es hier wirklich? Geht es wirklich um diese Sache? Dieses Video, was ich da veröffentlicht habe, es war so wichtig, das zu veröffentlichen, weil es mehrere Sachen bewirkt hat. Erstens hat es das gemacht, ich beschreibe das immer mit den Hype, weil jetzt irgendwas passiert ist. Heute ist ein Erdbeben, sagen wir mal in Griechenland, und morgen ist ein Anschlag, als Beispiel jetzt in, sagen wir mal, London. So. Gestern haben alle noch über das Erdbeben geredet, wenn aber der Anschlag in London ist, was Neues irgendwie kommt, redet keiner mehr davon. Deutschrap Me Too, Nika Irani und das alles war auf dem Weg zum Oberhype. Ja. Ich vermute mal, wenn da nicht irgendwie was dazwischen gekommen wäre, wäre Nika Irani jetzt wahrscheinlich bei 300.000 Follower. Alle würden ihr zujubeln. Wenn du nicht dazwischen gekommen wärst, wenn ich nicht dazwischen gekommen wäre, Deutschrap Me Too wahrscheinlich auch ganz oben, würde wahrscheinlich jetzt komplett mega krass gepusht von allen großen Ebenen. So, aber was ich gemacht habe, ich habe gesagt, okay, ich bringe dann jetzt diesen Anschlag als Beispiel, diesen anderen Skandal. So, was ist passiert? Ich habe die ganze Aufmerksamkeit auf mich gelenkt, habe dafür auch, das sehen voll oft auch die Leute gar nicht, ich habe so viel Hass und all diese Energie, diese schlechte Energie auf meine Schultern gelastet, einfach um irgendwie Deutschrap und die Künstler irgendwie aus der Schusswahn zu nehmen und vor allen Dingen den Hype und diese Leute, die diese Fake-Agenda da irgendwie betreiben, halt auch irgendwie zu stoppen. So, ab dem Tag, wo ich dieses Bushido-Video released habe, wo halt wirklich zu sehen ist, wie
wie ein minderjähriges Mädchen halt sexuell quasi im Hotelzimmer bedrängt wird, so, war halt, gingen die Followerzahlen bei Deutschrap MeToo, blieben irgendwie stehen, bei Nika Irani auch, das habe ich zum Beispiel geschafft. Und zweitens habe ich auch geschafft zu sehen, so, okay, was macht ihr denn jetzt, wenn dieses, ja, wenn dieses Video am Start ist? Geht ihr jetzt alle da drauf? Ja. Kommt das jetzt überall? Ja. Greift jetzt Deutschrap MeToo da an? Wird Bushido jetzt gecancelt? Weil das ist ja das, was ich sage, wenn die Samra nur aufgrund von Vorverurteilung cancelt, überall auf allen Ebenen, dann müsste ein Bushido jetzt so oder so auf jeden Fall gecancelt werden. Was ist passiert? Nichts von dem ist passiert, da Bushido eigentlich mit diesem, weil wir ja festgestellt haben, dass in den oberen Bereichen halt viele dieser Leute sitzen, die das halt, er spielt da halt mit. Ja. So ist gerade von medialem Interesse, vor allen Dingen auch von juristischem Interesse, weil da gerade irgendwie so ein Verfahren halt stattfindet, womit man halt quasi ein Statement auch setzen möchte gegen Clan-Kriminalität und so weiter. Deswegen darf der natürlich da nicht berührt werden. So, deswegen wird er auch nicht angegriffen. Aber daran sehen wir, dass es nicht um die Sache an sich geht. Es geht sich nicht um Samra oder eine Nika Irani und es geht sich nicht um die Wahrheit, sondern um die Lüge, sondern es geht sich nur darum, einen Weg zu finden oder den Grund zu finden, bei uns in unsere Szene reinzukommen und uns zu sagen, so wie er das bisher gemacht hat, feiern wir nicht, wollen wir nicht, und das wird sich jetzt ändern. Wir dürfen nur noch so sein, so sagen, so sagen, so sagen. Und wenn diese Gesetze quasi manifestiert sind, dass wir nur noch das und das und das und das sagen dürfen, wie Nemo, der auf einmal eine Single gecancelt hat, oder Qualitäter, die auf einmal Singles canceln mussten, so, weil ab dem Moment, wo die uns unsere Sprache dann vorgeben, was jetzt noch erlaubt ist, wird man für all das, was wir bisher durften, wo unsere Kunstfreiheit für steht, werden wir dafür gecancelt werden. So, und ab dem Moment, das ist einfach noch komplett unterworfen. Wir sind komplett unterworfen. Diese letzte Festung quasi von einer sehr selbstbewussten Männlichkeit, ja, ist dann komplett weg. Auch Community halt, Hip-Hop stand halt dafür, Dinge sagen zu können, die man sonst so nicht sagen kann. So, im Hip-Hop konnten Künstler Sachen ausdrücken, indem man in anderen Musikbereichen schon früher auch für gecancelt worden wäre. Mhm. Nur unsere Community, das war die einzige, da ging das, da konnte man sowas machen. Deswegen ist auch die ganze andere Musikbranche, was alles geht, das handelt nur von Liebe und alles so schön und hier, lass uns über die Wolken fliegen. So, wenn ich aus der Haustür rausgehe, sehe ich keine Menschen über den Wolken fliegen. Ich sehe einen Penner an der Straße, der ein Bier trinkt. Da hinten liegt irgendwo eine Nadel im Gebüsch und die Menschen gucken, dass sie halt irgendwie die Kohle zusammenzubekommen, um von ihren 1000 Euro halt noch die 700 Euro Miete zu bezahlen. So. Und das ist zum Beispiel die Realität, die wir ja sehen. Wir, Hip-Hop, wir haben immer von der Realität berichtet. So. Und ganz ehrlich, das macht ja Hip-Hop auch so kraftvoll. Voll. Das ist ja auch bei deinem Lied. Also dass das so gedreht, da wusste ich halt schon, okay, krass, interessant. Also der ist auf der Liste von irgendjemand. Für mich ist es ja ganz gut, weil ich nicht aktiv in der Szene überwiegend bin. Ich kann es ja komplett so von außen aus der Vogelperspektive beobachten. Und es ist halt einfach so auffällig. Es ist so auffällig und vor allen Dingen die Methode ist immer die gleiche. Da wird ein Mensch enorm provoziert, enorm diffamiert, bis der irgendwann nicht mehr kann. Wir haben es jetzt auch gerade bei Boogie gesehen, ja. Dann wehrt er sich und wehrt sich auf seine Art, ja. Und dann wird da irgendwie dieses Strohmann-Prinzip, die arbeiten auch richtig krass mit dunkler Rhetorik, richtig gefährlich, richtige Faschometoden, ja. Dann wird da was rausgepickt und ein Riesenbild wird kreiert, warum diese Person gecancelt wird. Und diese Bushido-Sache, das habe ich ja durch dich mitbekommen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, als Frau muss ich mich von denen distanzieren. Ich muss mich als Frau von denen distanzieren, weil das ist nicht richtig, was die machen. Und vor allem das Schlimmste, Cashmo, es ist nicht hilfreich für Frauen und schon gar nicht für Betroffene. Für Betroffene wird, absolut es nicht. Ist ein absolut, also die gehen, ist der, ja, die gehen ja nie super wieder. Gar, genau, das der ist super gar auf Betroffene. Ja. Und das hat für mich gezeigt, dass es, weißt du, das ist menschlich, das ist moralisch so schlimm, dass wirklich auf Kosten von echten Betroffenen, Frauen, ja, auch Männern, wirklich Opfern von welcher Form von Gewalt auch immer, ja, dass sich darauf hochgezogen wird. Ja. Das war für mich so, das ist widerlich. Und es ist so smart gemacht. Da hast du diesen Deutschrap MeToo-Account, wo Geschichten veröffentlicht werden und auch Informationen, die teilweise auch komplett falsch sind. Auch diese Zahlen, ja, diese Falschbeschwerdungszahlen sind komplett falsch, mit denen die arbeiten. Und dann haben sie diesen anderen Account, diesen Lower Life Jane Account,
wo dann aufs Übelste gemobbt wird, Hetze verbreitet wird und wo wirklich Sachen zu finden sind, wo du dir einfach nur an den Kopf packst. Wahrscheinlich auch über Telegram-Gruppen und so weiter, wo sich halt mobilisiert wird, angegriffen wird. Also das ist ja auch so eine Erfahrung, die ich ja auch gesammelt habe. Erzähl das mal mit den Kommentaren. Das, genau. Das ist genau die Methode, mit der die arbeiten. Genau, das war bei dem Allmann-Ding ja auch so, dass es gab ja diese ganz normale Diskussion noch in den Anfangsbereich und dann kam halt irgendwann so der Tag, auf einmal stürmten auf einmal Hunderte, und es waren wirklich nur Frauen, einfach nur Frauen, hunderte Frauen mein Instagram und hunderte Kommentare, 24 Stunden am Tag, tagelang, haben die bombardiert, gehatet, mich als Nazi dargestellt, Nazi beleidigt. Das waren so viele, dass meine eigene Fan-Community gar nicht mehr dagegen ankam. Die haben halt einen riesen Schlacht geführt, aber es war halt so, wenn man auf meine Seite kam, vor allen Dingen, denke ich mal, wenn man als Neuer auf meine Seite gekommen wäre, und man hätte auf einen Kommentar von einem Bild oder einen Beitrag von mir geguckt, und dann hätte man erstmal nur gesehen, dass ich zum größten Teil gehatet werde und angegriffen werde. Ja. Das heißt, das ist auch so eine Art Masche von Meinungsmache, weil die sorgen halt dafür, dass du nach außen hin so aussiehst, als bist du der gerade als Nazi, als hier und als da, das angesehen wird. Da möchte natürlich keiner gefällt mir drücken und dem Typen halt folgen. Ja. So, und das ist halt schon eine Art von Meinungsmache. Das fand bei mir halt irgendwie mehrere Tage statt, 4-5 Tage. Leute mit blauen Accounts, also Mädels, auch alle, ganz viele mit ganz vielen Followern. Und auf einmal nach 4 Tagen, als wenn irgendeiner der so einen Knopf drücken kann, nach 4 Tagen auf einmal bam, alle weg. Keiner kommentiert mehr. Keine von diesen Mädels kommentiert mehr, die waren weg. Das war wie einmal kurz zur Mission, als hätte irgendeiner gesagt, da jetzt angreifen, da ist gerade der Feind, den bitte angreifen und so weiter. Und so. Das ist sehr, 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 sehr krank. Das ist vor allem, und wie du hast es perfekt gesagt, das ist Meinungsmache und so wird über soziale Medien manipuliert. Und wenn ich dich noch nicht kenne und das Erste, was ich im Kopf habe, Nazi ist oder noch schlimmer, Vergewaltiger, das ist so schwierig, ja? Dass wirklich nicht jeder hat die Zeit oder hat... denkt einfach so systemisch, um das zu hinterfragen. Ja. Ja? Also ich meine, wir sind ja echt der Vergewaltigungsvorwurf. Also das zerstört die komplette Existenz von einem Menschen. Und ja, eine echte Vergewaltigung auch von einem Opfer. Und genau das ist der Grund, warum man da so verdammt vorsichtig ist. Genau. Und genau das ist der Grund, warum man das eben nicht macht. Ja. Und dass das da wirklich, also widerlicher könnte es eigentlich nicht sein und auffälliger könnte es eigentlich auch nicht sein. Ja, weil, was da abgeht. Weil, wie gesagt, wenn man das ja alles betrachtet, was ja im Nachhinein auch bei Nipa Irani rausgekommen ist, wenn, da hat ja dieser eine Rapper, der Dammer, hat die ja dann irgendwie auch aufgenommen, heimlich und so weiter, wenn da schon gesprochen wird in einem Auto, in einem Gespräch, wo sie sagt, ja, warum hat er denn nicht mit mir nochmal eine Runde quasi hingelegt, das ging so schnell und es hat mir quasi nicht gefallen, warum hat er denn nicht nochmal was mit mir gehabt, da können wir doch schon gar nicht öffnen. Das kann ich schon gar nicht bei der Formulierung, ja, wie sie es schon gesagt hat. Sie hat gesagt, es fühlt sich an wie eine Vergewaltigung. Jemand redet von der Seite rein, ja, es war eine Vergewaltigung. Und diese Videos, ja, und deswegen die Art, wie die zustande gekommen sind, schwierig, wirklich schwierig. Aber ich verstehe die Intention dahinter, weil was du gerade beschrieben hast, dieser Hass, ich habe das jetzt auch das erste Mal erlebt, ne? Dieser Hass, wenn du da irgendwie als Frauenfeind, ich ja auch, als Nazi, du kannst halt irgendwann nicht mehr. Und du bist irgendwann komplett verzweifelt. Wir haben dieses Jahr eine junge Frau schon verloren, Kasia Lennart, hat sich auch umgebracht, nachdem die diesen krassen, krassen Hass abbekommen hat, ja? Vorgeschichte ist jetzt erstmal egal. Es ist einfach ein Mensch gestorben und ein kleines Kind hat keine Mutter mehr. Ja? Ist jetzt echt erstmal egal, soll jetzt nicht unser Thema sein, aber das macht was mit Menschen, das ist so gefährlich. Und dass du irgendwann sagst, ich kann nicht mehr, ich release jetzt diese Videos, weil es so offensichtlich ist, dass die Person krank ist, dass die lügt. Und es ist so gefährlich, weil gerade als Mutter, das sind junge Mädchen, teilweise auch sehr labile junge Mädchen, die dir folgen, ja? Die da wirklich Verhaltensweisen sehen, die ganz, ganz problematisch sind. Und ganz, ganz schwierig sind. So schwierig kann Deutschland gar nicht sein. So, das könnt ihr einfach nicht erreichen, das Level, ja? Und ich war auch deswegen irgendwann sehr selbstbewusst, was so meine Meinung anging, weil ich weiß einfach, dass jeder Aussagepsychologe, jeder Gutachter vor Gericht, das wird schwierig für mich. Ah, definitiv. Das wird, und das ist auch so, du darfst ja auch nichts mehr sagen. Wenn ich sage, ey, ich glaube, das ist eine Borderline.
Ich glaube, das ist eine Borderlinerin, aufgrund der Verhaltensweisen, diese krankhafte Sucht nach Aufmerksamkeit, ja, unabhängig von den Ritzspuren, ja, und ich beschäme damit nicht Menschen, die psychisch krank sind. Es gibt ganz tolle Menschen mit psychischen Krankheiten, die wirklich enorm leiden und die hart an sich arbeiten, die auch wirklich viel Therapie in Anspruch nehmen. Nur irgendwo uns fehlt allen das Problembewusstsein, Frauen lügen nicht, weil sie Frauen sind. Und Männer sind keine Täter, weil sie Männer sind oder Deutschrapper sind. Das sind psychisch kranke Menschen. Und ich weiß nicht, was sind psychisch kranke Menschen? Ja, natürlich! Als ob ihr euch hinstellen würdet und die beschützen würdet. Oder ich, natürlich. Aber diese Entscheidung darf keine radikalisierte Gruppe treffen und schon gar nicht basierend auf Aussagen von einem Menschen, der definitiv eine hochgradige Persönlichkeitsstörung hat. Und vor allen Dingen, dass wir halt so dargestellt werden, als würden wir vor Gewaltiger schützen oder halt mit diesem Frauenhass. Absolut. In keiner Gesellschaftsschicht, würde ich sogar behaupten, wird Vergewaltigung so krass verachtet wie auf der Straße. Wenn du im Knast bist, zum Beispiel, und ein Vergewaltiger kommt rein und wir im Knast, wir hören, hey, da ist einer gekommen, der ist Vergewaltiger, der wird kaputtgeschlagen des Grauens. Das ist einfach so, weil Vergewaltiger werden in unseren Reihen verachtet. Wir hassen Vergewaltiger. Wir sind sogar die Typen, die einen Vergewaltiger wirklich mal bestrafen und nicht zulassen, dass er mit 2 Jahren Bewährung davonkommt und keiner macht das so. Ich bin da halt so, wenn solche Leute nicht bestraft werden in unserer Welt, greift dann halt die Selbstjustiz. Mhm. So, das ist halt unser Weg, wie wir die Sachen halt lösen. Aber wir sind wenigstens welche, die da auch was machen. Deswegen ist das halt für uns noch mehr eine Beleidigung, wenn man uns darstellt, als würden wir Vergewaltiger schützen, weil in keiner Welt werden Vergewaltiger mehr verachtet als bei uns. Ja, so, dass wir sogar dafür in Kauf nehmen, auch uns nochmal 2-3 Jahre in die Kiste zu setzen, weil wir das nicht so stehen lassen können und wir diese Menschen auch gerne bestraft sehen würden. So, wenn es das irgendwie seltsamerweise die Justiz hier irgendwie in der Regel ja nicht hinbekommt, solche Menschen, ne, also die kommen ja in der Regel, das sieht man ja immer wieder in den Medien, kommen ja in der Regel mit Bewährung davon, während jemand, der Steuern hinterzogen hat, dann für 8 Jahre in den Baum muss, 8-9 Jahre in den Baum muss, so, das ist das halt. Hier läuft halt einfach von vorne bis hinten quasi einfach alles verkehrt. Aber daran sieht man halt auch einfach, auch was die Leute machen. Die wollen nicht, das wie ich eben beschrieben habe, man will nicht, dass den Menschen die Realität gezeigt wird, wie sie wirklich ist, sondern nur das, wie sie gerne hätten, wie die Welt aussehen soll. Ich habe immer ein gutes Beispiel, Tupac, ich bin übertriebener Tupac-Fan, der übrigens auch kein Vergewaltiger war, der ist komplett auch in dieselbe Falle getappt. Ich habe das Beispiel genommen, weil ich wollte deren Doppelmoral. Genau, du hast da immer drüber gesprochen, und du hast wieder, da hatte ich hier noch geschrieben. Ich weiß es nicht, ich muss mal nur ein Beispiel. Ich bin ein Tupac-Fan, weil eigentlich ist genau da damals dasselbe passiert. Tupac war jemand, der hat es auf einmal geschafft, der hat so eine Macht bekommen, dass viele Menschen dem zugehört haben, wie einen Anführer gesehen haben. Vor allen Dingen in diesen schwierigen Lebenslagen, wie die in dieser Zeit gelebt haben, war der halt so wie der Lichtblick. So. Und er hat es halt auch auf seine Sprache und auf seine Art und Weise so eine Revolution halt irgendwie hervorgerufen. So. Und aber tatsächlich schön, ich unterbreche durch alle Schichten durch, weil ich habe ja in L.A. gelebt und du hast da wirklich Ärzte, du hast da Hausfrauen, die wirklich ihn feiern und seine Musik hören. Und das bringt mich nämlich auch wieder dazu, wir können uns alle zusammen verbinden und es wird sehr kraftvoll und gut, egal wo du herkommst. Genau, und da haben wir auch versucht, so Feministinnen quasi auch irgendwie so gegen Hip-Hop vorzugehen in dieser Zeit. Das war in den 90er, mit CDs zertrampelt, da gab es richtige Bewegung, hat man versucht, also den Ami-Rap da auch irgendwie so zu zensieren. Und gab es halt auch so eine Bewegung und da ist halt dann auch das mit diesem Vergewaltigungsding auf einmal da gekommen und so weiter, wo man halt versucht hat, das ist ja immer so gewesen. Große Leute wurden immer durch wenn die irgendwie rebellisch waren und irgendwie nicht so ins System gepasst haben, was ist immer passiert, ist immer diese Vergewaltigungsvorwürfe halt irgendwie gekommen. Und was Tupac halt gesagt hat, wegen der Realität, die ich eben beschreiben wollte, die man halt sieht, die wirklich da ist, was die aber nicht wollen, war auch so ein bisschen mein Ansatz. Tupac hat mal gesagt, er hat gesehen, dass damals, als der Vietnamkrieg war, alle immer gejubelt haben gesagt, so ja, Vietnam, Vietnam, Vietnam. Bis irgendwann die ersten Bilder von Reportern irgendwie in Amerika ankamen und die Leute gesehen haben, boah, der eine Soldat von uns den fehlten Arm, der eine da Tote. Und dann sind auf einmal die Leute auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir wollen, dass das aufhört.
So, wir wollen den Vietnamkrieg nicht mehr und wir wollen, dass es halt quasi aufhört und wir wollen das ändern. Und Tupacs Intention